Hier spricht der automatische Anrufbeantworter von Alfred Zipfelmoser. Netter Scherz, Nico. Schön, dass Sie in Liberty City angekommen sind. Woher wissen Sie das? Nein, lassen Sie mich raten. Roman. Richtig. Er hat uns erzählt, dass Sie kommen würden. War ja nicht anders zu erwarten, oder? Nico, vielleicht hat es Ihnen noch keiner gesagt, aber... Ich weiß, was Sie mir sagen wollen. Mein Cousin ist etwas zurückgeblieben. Ein Glück, dass er dafür seinen Schwanz hat, nicht wahr? Ja, ich hätte es etwas anders formuliert. Wie geht es eigentlich Ihrem Opa? Deswegen sind Sie doch hier, oder? Das geht Ihnen, um es nett auszudrücken, einen feuchten Scheißdreck an, okay? Wenn Sie es so sagen. Und mit wem habe ich nun die Ehre? Das ist zunächst einmal unwichtig. Wichtig ist nur, dass Sie hier sind und an der Topfe unterliegen. Sie kennen doch meinen Preis, oder etwa nicht? Natürlich. Vorher wollen wir nur sicher gehen, dass Sie Ihr Geld auch wert sind. Wie lautet der Auftrag? Sie sind einer der besten Auftragskiller. Sie bekommen $50.000 für den ersten Auftrag. Ein kleiner Ganove. Wie ich gehört habe, waren Sie Kampfpilot? Ja, Schatzenjäger. Scherz beiseite. Eine kleine Nummer, wenn man so will, treibt sich in einem Imbiss beim Broker herum. Wie möchten Sie, dass ich die Zielperson ausschalte? Das, mein Freund, überlasse ich Ihnen. Wir sehen uns. Hey, bist du mein Date? Danke Gott, du glaubst nicht, was man für Spinner im Internet kennenlernt. Mein Name ist Nico und du solltest Gott lieber nicht dafür danken, dass ich dich gefunden habe. Und was machst du so? Ich bin Auftragskiller. Ich tue dir für Geld. Du machst wohl Scherze? Es wird Zeit, dein beschissenes Leben zu beenden. Setz dich, wir haben noch nichts gegessen. Grüß mir den Teufel, du Kackstelze. Spinnst du? Das Meer, die unendliche Stille. Naja, wenn man die Stadt für einen Moment vergisst. Was ist denn jetzt schon wieder? Aha, Roman. Motherfucking Filzlaus. Was willst du Brechmittel schon wieder von mir? Mal fragen, wie es so geht? Beschissen. Reicht dir die Antwort, oder soll ich meine Faust noch durch den Hörer schieben? Warum so feindselig? Ich bin's, dein Cousin. Erwähne bitte niemals, dass wir miteinander verwandt sind. Was ist schon dabei? Bei dir hat die Natur offenbar richtig Scheiße gebaut. So blöd kann man eigentlich gar nicht sein. Oder vielleicht doch? Ich wollte doch nur... Immer diese Ausreden. Spar dir den Rest, Speckschwappel, und hör auf, mich am Telefon zu nerven. Dankeschön. Textnachricht erhalten. So ein gieriger Typ in der Stadt macht Ärger. Fahr hin und mach das Arschloch kalt. Geld wird nach Abschluss überwiesen. So.
Na dann, die Arbeit ruft. Ich habe einen Termin bei Mr. Goldzwerg. Ich meine natürlich Goldberg. Was ist? Ah, Mr. Bellis, kommt hier rein. Servus und herzlich willkommen bei, Warten Sie, ich melde Sie an. Mr. Bellick wäre jetzt da. Schicken Sie ihn rein. Sie können jetzt zu ihm gehen, Mr. Bellick. Danke. Mr. Bellick, setzen Sie sich doch. Sie sind also Unternehmer. Richtig. Ich mache Ihnen Unterhosen. Wie bitte? Meine Firma stellt Unterwäsche her. Sogenannte Arschmützen. Arschmützen? Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich hier bin. Was wollen Sie? Sie sind einigen Leuten auf die Hühneraugen gestiegen. Das mögen diese Leute gar nicht. Wir können doch über alles reden. Es wurde bereits alles gesagt. Jetzt heißt es sterben. Bitte. Schnauze. Ich biete Ihnen Geld. Viel Geld. Ich brauche Ihr Geld nicht. Sie können alles haben, was Sie wollen. Ihre Zeit ist abgelaufen. Nehmen Sie es nicht persönlich. Sayonara. Ich war nie hier. Nun, die Stadt hat einen Anwalt weniger. Mein Beileid. Sie sind ja wirklich ein eiskalter Motherfucker. Dankeschön. Wir haben da noch einen Auftrag für Sie. Um was geht's? So ein kleiner Drecksack verbreitet Gerüchte über meine liebe Mutti. Finden Sie das Arschloch, machen Sie ihn kalt. Kalt machen? Ausradieren. Räder, Tieren, Vierteil. Wenn es sein muss, mit der Dampfwalze platt machen. Platt machen. Ist recht. Wird erledigt.
fällt. Die Herren im Hochhaus waren nicht sehr gesprächig. Mist. Ich habe eine Notiz gefunden, wo sich der böse Mann nun aufhält. Ich mache ihn jetzt platt.
Showed y'all playing hard to get, right? Wir haben da eine heiße Karre in der Garage stehen. Und? Die Bullen schnüffeln uns zu viel in der Gegend rum. Hol den Wagen und bring ihn in eine Gasse nach Mühlholland. Mit was muss ich rechnen? Massive Gegenwehr. Nur? Ist schon erledigt. Nico, wenn ich sage heiß, meine ich auch heiß. Die Bullen fackeln nicht lange. Also pass auf dich auf und lass dich bloß nicht erwischen. Du klingst gerade wie meine Mutti. Wenn ich könnte, würde ich dich an meiner Titte nuckeln lassen. Geht aber nicht. Ja, genau. Was auch immer. Ich bin unterwegs. Ciao. Haltet durch!
sammeln sich an eurer Position. Sind nur noch ein paar Meilen von euch entfernt und müssen in 60 Sekunden da sein. Warte, ich bin hier. Schaffen Sie die Gegend ab. Machen weiter. Der 60er ist entkommen. Projekt Fahrzeug verloren. Rundwanderung einleiten. Ja, kommen. Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet in östlicher Richtung auf der Abfahrt Stadion. Sehe das Fahrzeug nicht mehr. Standby, melde mich wieder. Roger, reduzieren. Habe verdächtiges Fahrzeug gerichtet. Zusammenhang mit unfallschutzgesunder Verdächtiger wurde soeben gesehen. In Fahrtrichtung Westen. Kann sich bitte eine Einheit melden und zum Einsatz begeben? Ich kriege ihn nicht. Der Kampf wird eingedrückt. Zentrale, der Typ hat gerade einen Sprung hingelegt und ist abgehauen. Sagt allen, dass er es mit allen Mitteln versucht. An alle Einsatzkräfte. Wir gehen auf Alarmstufe 4. Wiederhole Alarmstufe 4. 6. Wir haben Sichtbarkeitsbegriff 6. Los, zu!
halten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Klappern wir die Gegend ab. Code 6 Fahrzeug verloren. Riegel sofort den Sektor ab. Machen weiter. Verdächtiger ist entkommen. Code 6 Fahrzeug verloren. Ringwanderung einleiten. Verstanden. Kommen. Zulu 4. 5-1, bitte im aktuellen Lagebericht. Code 6 Fahrzeug verloren. Ringwanderung einleiten. Das mal so richtig die Sau rauslassen. Soll ich dem Stripclub einen Besuch abstatten, oder was? Nicht doch. Im Industriegebiet steht ein Kampfhelikopter für dich bereit. Sau rauslassen. Bin ein Kampfhelikopter in der Stadt. Richtig. Fliege die Stadt. Mach ein paar Autos platt. Lass es mal so richtig qualmen. Nur damit diese Sesselfurzer wissen, was Sache ist. Ist das wirklich dein Ernst? Du kannst doch fliegen, oder? Ja, wie eine junge Badsteinschwalbe. Der war gut. Ehrlich. Hör mal. Wir sind nicht von der Wohlfahrt. Wer uns im Weg steht, wird ausgeschaltet. Erledige den Auftrag, damit diesen Leuten klar wird, dass man uns nicht ans Bein wächst. Das sind ja schlimmere Zustände als bei meinem Cousin Roman. Bitte wer? Nix. Hab nur laut gedacht. Lass schon mal die Kohle rüberwachsen.
Yellow. Everybody. Scheiße! Would you mind moving out of the way? The government can't tell me. You know you are the hot dog. You run out of justice and straight into therapy. Und? Hat alles geklappt? Die Stadt ist der reinste Trümmerhaufen. Hat übrigens Spaß gemacht. Dankeschön. Das hört man gern. Was ist eigentlich mit dem Helikopter? Oh, der ist, ja, ist Schrott. Naja, egal. Schalt mal den Fernseher ein. Liberty City kommt nicht aus den Schlagzeilen. Neben einem Serienmörder, dem unsere unfähige Polizei bis jetzt noch keinen Namen geben konnte,
kam es in den frühen Abendstunden in der Innenstadt von Liberty City zu einem terroristischen Anschlag mit einem Kampfhelikopter. Der schwer bewaffnete Militärhubschrauber habe dort das Feuer auf Passanten und Fahrzeuge eröffnet. Selbst die Polizei geriet hierbei unter Beschuss und musste, um es mal ganz klar auszudrücken, den Schwanz einziehen. Noch ist unklar, wer hinter dem Anschlag steckt, ob es die Al-Qaida oder das FIB ist, ist noch unklar. Noch wie die Terroristen in den Besitz des Helikopters gekommen sind. Nach ersten Meinungen von Passanten soll es sich hierbei um einen Helikopter handeln, der von Spezialeinsatzkräften der Polizei genutzt wird. Sowas aber auch. Da es sich hierbei um laufende Ermittlungen handelt, sei man zu diesem Zeitpunkt zu keinem Interview bereit, noch könne man zu diesem schwerwiegenden Vorwurf Stellung beziehen. Weitere Erkenntnisse könne man bis jetzt nicht offenlegen, so ein Sprecher der Polizei. Der Angriff sei erst vor kurzem erfolgt. Weitere Beweise müssen erst noch vernichtet, ich meine natürlich gesichert und ausgewertet werden, natürlich. Man versichert uns, dass die Polizei alles Erdenkliche tun wird, um die Schuldigen laufen zu lassen, ich meine natürlich ihre gerechten Strafe zuzuführen. Auch der Vorwurf, die Polizei hätte womöglich etwas mit dem Anschlag zu tun, sei lächerlich und müsse erst noch untersucht bzw. bewiesen werden. Ermittler des FIB sind derzeit am Tatort, um Spuren zu analysieren, wer es glaubt, wird selig. Die Polizei hingegen rät allen Bürgern zur Vorsicht, meiden Sie öffentliche Plätze und Veranstaltungen jeglicher Art, tätigen Sie Einkäufe nur, wenn es notwendig sein sollte. Das ausgebrannte Wrack des Helikopters wurde inzwischen im Gewerbegebiet sichergestellt. Vom Täter fehlt jede Spur. Nach dem Anschlag eskalierte die Lage in der Innenstadt, wobei mehrere bewaffnete Personen das Feuer auf Beamte des Liberty City Police Departments eröffneten. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Und warum sollte ich? Es hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, aber jeder Job geht mal zu Ende. Mir gefällt's in der Stadt, ich werde also nicht gehen. Ich dachte mir schon, dass du nicht kooperierst. Ich hab da mal eine kurze Frage, hast du ein Lexikon verschluckt oder so? Ich hab ja solche Angst auf einmal. Also, was wollt ihr machen? Wollt ihr mich umbringen oder was? Wir haben da einen Cousin, Roman. Wenn du nicht gehst, werden wir ihm Daten rausblasen. Kleiner Tipp, versuch mal in der Hose nachzugucken, vielleicht hat sich's da versteckt. Nico, steig in den Flieger oder wir werden Roman töten. Der Witz war gut. Ihr wisst ja, wo er mich findet, nicht wahr? Auf Wiederhören. Nico, was muss ich da hören? Roman entfernt. Ja, Opa. Nico, du musst seinen Cousin da rausholen. Ich weiß, Nico, er ist nun mal nicht der hellste Stern am Himmel. Noch nicht einmal das. Geht in Ordnung. Die Ärztin sagt, ich kann bald wieder im Stehen pissen. Das sind tolle Nachrichten, Opa. Wir sehen uns im Krankenhaus. Ciao. Geh aus dem Weg, du Pissnelge.
to walk out of here, Slav. You're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dmitry Raskolov, would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. I don't know why I smoked it. Hey, hast du Kellnerin gesehen? Solche Schleu. Ist gar nix. Kleiner Dankstelle hat solche Ohren. Die kriegen langsam durch so Wodka. Nix mit Wodka. Hier, blaue Bohnen. Of an American courtroom. Somebody give me head and I'll waive the charge.
network trying to stave off its own self-imposed death rattle by making a mockery of our justice system. But he put me in a wheelchair, and I've got to save the world in the next half hour, including commercials. I'm tired of your fake sob stories. How am I supposed to believe you lost your legs? Now wheel on out of here, Lieutenant, before I push you down the stairs myself. All packed together with the... Of boys. That's right. It's taken over the world. This is the home of hip-hop. The Beat. 102.7. The Big Dog Pitbulls are officially in the building with the finisher, Mr. C. Wherever you are, Swizzy. Wherever you are, Swizzy. Wherever you are, Swizzy. Wherever you are. Ooh!